hast heute Glück? 7. Ich? Ja, ist die Glückszahl. 7 ist eine Glückszahl? Ja, natürlich, steht schon im Alten Testament. Ich darf sie öffnen. Ja, dann öffne sie auch. Guck mal, wenn ich so stehe, sieht man dich gar nicht. Ja, das. Sag mal, was ist denn? Du bist schon wieder neidisch, verstehst du, dass die Leute. Ich darf sie öffnen. Ja. Nummer 7. Ja. Ja, guck mal, ich hab schon vorgebohrt. Du wieder, musst du alle Löcher vorbohren, in die ich meinen Finger reinstecke? Ja. Siehst du? Sie ist nämlich zu schwach dafür. Ja, siehst du? Ja. Jetzt pass auf. Hast du eigentlich deinen Lippenbalsam schon benutzt? Na, selbstverständlich habe ich meinen Lippenbalsam benutzt. Ich hab's bemerkt, du bist zu weich gelaufen. Ja. So geschmeidig. Was soll man darauf sagen? Nur frage ich Sie. Da kann man doch gar. Ich bin sprachlos. Und was ist das jetzt für welche Körperstelle, die du wieder intensiv beschreiben wirst? Bluttherapie. Ja. Ah, da muss man betrunken sein, wenn man das benutzt. Multidefender. Ja. SP25. Ja, und wo schmierst du es dir hin? Ich weiß es nicht. Was heißt, ich weiß es nicht? Ja, multifunktional. Ich weiß überall es nicht. Überall hin. Überall hin. Ja. Vielleicht ist es eine Hämorrhoidencreme. Du hast Hämorrhoiden? Nein. Möchtest du welche? Nein, da kriegt man sie vielleicht. Bist du denn jetzt dahinter gekommen, was es ist? Ja, das ist ein Faltendefender. Ach so, eine Antifaltencreme, ja? Ja, da bekommt man keine neuen Falten. Ja, da brauchst du ja keine Angst haben. Für neue Falten hast du ja überhaupt keinen Platz. An meinem Körper gibt es nur eine Falte. Das ist die Poritze. Ich hab gewusst, es driftet wieder ab in eine Gegend, wo ich nicht hin möchte. So, Blue. Die Packung ist Blue. Ja. Biotherm. Werbung haben wir jetzt auch gemacht. Die Firma Biotherm wird uns das Geld dann überweisen. Du bekommst Geld für das, dass du Hämorrhoiden ausgibst? Ja, selbstverständlich. Das ist wunderbar. Oh, jetzt habe ich verraten. Ja, Entschuldigung. Ja. Bis morgen. Morgen darf sie wieder. Ja. Da gibt es dann wieder Lippenpflege.